Die Hohe Jagd mit 534 Ausstellern lockte 39.000 Besucher in die grün geschmückten Hallen. Weidmänner und Petri Jünger hatten die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends dieser Branche zu informieren. Das österreichische Traditionsunternehmen Steyr-Mannlicher feiert heuer das 150-jährige Firmenjubiläum und ließ auch die Besucher der Messe daran teilhaben. Man könnte fast glauben, dass wir hier bei uns im Werk in unserem historischen Waffensaal sind. Aber nein, wir sind wirklich auf der Hohen Jagd und haben unseren Waffensaal aus dem Werk quasi hier nachgebaut, natürlich in einer etwas kleineren Version. Aufgrund unseres 150-jährigen Jubiläums, welches wir dieses Jahr haben, uns gibt es seit 1864, haben wir uns gedacht, wir müssen einmal etwas Besonderes den Besuchern der Hohen Jagd bieten und haben diesen Waffensaal, der ja auch in der Jägerschaft besonders berühmt ist, hier nachgebaut. Wir haben auch unsere historischen Waffen hier, die uns seit Anfang der Firmengeschichte begleiten und einen kleinen Auszug davon kann man hier auch begutachten. Auch für Steyr-Mannlicher gilt, wer rastet, rostet. So wird sich nicht auf den Lorbeeren ausgeruht, sondern gleich eine Messeneuheit zum Thema Jagd präsentiert. Unsere neue Waffe, die wir hier präsentieren, ist die Steyr-Mannlicher CL2. Der Unterschied zur Klassik, es ist im Prinzip die Weiterführung des Klassiks. Wir haben hier aber das Gehäuse und die Laufform, die neue Laufkontur vom SM12. Und auch die Schaftform, die ja optimiert ist aufs Schießen mit Zielfernrohr und auch eine sehr elegante Führung hat mit einer bayerischen Backe mit Doppelfalz und Schuppenfischhaut. Aber nicht nur bei den Jagdwaffen wurden Neuheiten vorgestellt, sondern auch in der Sparte der Sportwaffen. Der Skisport erfreut sich ja immer mehr Zuspruchs. Aus diesem Grund zeigen wir hier auf der Hohen Jagd auch eine Waffe für den ambitionierten Sportschützen. Das ist das SSG Carbon. Die Besonderheit an dieser Waffe ist der extrem robuste Carbonschaft, der auch sehr leicht ist. Das Ganze ist jetzt nicht in diesem klassischen Carbon gehalten, wie man das kennt, sondern das ist ein richtig technisches Carbon. Im Sheet Molding, ein Sheet Molding Compound, SMC genannt, das auch im Autobau, Formel 1 zum Beispiel, verwendet wird und dadurch in alle Richtungen fest ist. Die Waffe gibt es in verschiedensten Ausführungen, in der Standard-Carbon-Variante, dann in einer Version Deep Black, die lackiert ist noch, eine sehr schöne Oberfläche hat, oder ganz eine spezielle in der sogenannten Green Mamba-Version mit einem grünen Schaft. Im Outdoor-Bereich wurde den Gästen ein ganz besonderes Highlight geboten. Wer schon immer einmal wissen wollte, welche Fahreigenschaften und Dynamik ein Isuzu oder Suzuki im harten Gelände hat, durfte dies in dieser Messe am eigenen Leib erfahren. Enorme Steigungen, extreme Schräglagen oder sonstige Schikanen am Parcours, kein Problem für die routinierten Fahrer mit ihrem D-Max oder Grand Vitara, aber eine Menge Spaß für die Beifahrer. Dass ein D-Max nicht nur geländetauglich ist, zeigt ein Blick in die Halle. Dieses Modell ist prädestiniert für Aufbauten unterschiedlichster Art. Egal ob für die Kommunalwirtschaft, Jagd oder andere Aufgabengebiete. Ein besonderer Publikumsmagnet war der giftgrüne Ninja. Auch bei Suzuki gab es für die Outdoor-begeisterten Besucher einiges zu entdecken. Von Jimny bis Grand Vitara war ein wichtiger Teil der Offroad-Produktpalette aus dem Hause Suzuki vertreten. Auch Verkaufsschlager wie der neue Swift oder S-Cross waren zu sehen. Ein weiteres Highlight fand am Samstag statt, nämlich die Verleihung des Red Fox Award. Mit diesem Award sollen die Möglichkeiten der kreativen Verwertung des österreichischen Rotfuchses der Öffentlichkeit präsentiert werden. Durch den jährlich stattfindenden Red Fox Award werden Konsumenten und Jäger einerseits darauf hingewiesen, dass wertvolles Pelzmaterial, das jedes Jahr im Rahmen der ökologisch notwendigen Raubwildregulierung anfällt,
derzeit fast ungenutzt bleibt. Andererseits soll darauf aufmerksam gemacht werden, welche Kreationen aus diesem Material, es sind heimische Rotwüchse, möglich sind. Vergeben wurde dieser Award von einer Jury aus Modeexperten, Journalisten und Unternehmern. Red Fox Award 2007, eine Erfolgsgeschichte begonnen, um die sinnvolle Verwertung eines nachwachsenden Naturmaterials. Rotfüchse müssen bejagt werden zum Schutz der Raubwildregulierung. Und dieses Material, dieses edle, wertvolle Material, wird seit 2007 von einer Gruppe von Meisterkirschnern zu ganz, ganz tollen Kreationen verarbeitet. Heuer erstmalig 20 Unikate, die gezeigt werden. Und auch das Interesse der Kunden ist sehr stark an diesem Produkt, das in jedem Fall anfällt. Wie erhält man aus einem Fuchsfell dieses flauschige Endprodukt? Der Jäger, der den Fuchs erlegt hat, der beugt ihn ab. Wichtig ist dabei, dass er darauf achtet, dass der Fuchs schnittfrei ist, schön abgebeugt wird und mit dem Messer nicht Löcher in die Haut geschnitten werden. Der Gerber macht nichts anderes, als wie Eiweiß in Leder umwandeln. Und dazu muss man Materialien verwenden, die ein weiches, leichtes, geschmeidiges Pelzleder ergeben. In der Regel ist es die alte Weißgerbung, wobei hier mit Aluminiumsulfat gearbeitet wird. Wichtig ist, dass er relativ gut entfettet wird, weil Fett die Haut später zersetzen würde. Ein gut entfetteter Fuchs hält ewig, ein schlecht entfetteter würde nach einigen Jahren zerbrechen. Heuer haben sich 13 österreichische Meisterkirschner am Wettbewerb beteiligt. Den dritten Platz erreichte Peter Subositz aus St. Veit an der Glan in Kärnten mit einem sehr eleganten Entwurf. Den zweiten Platz teilten sich Alfred Pospisil aus Wien und Mario Meierhofer aus Graz. Das Siegermodell 2014 stammt aus der Hand von Philipp Slatki. Der Preis wurde von seinem Vater übernommen, der sich sichtlich über diese Auszeichnung freute. Na, für mich ist es ganz eine besondere Freude. Der Preis gebührt ja nicht mir, sondern hat mein Sohn bekommen mit einer sehr interessanten neuen Verarbeitung. Das heißt Rotfuchs zerschnitten und auch kombiniert mit Leder und Lederfransen.